Hallo ihr Hübschen, ich bin die Mary. Ja, heute geht es um meine Selbstbräunung. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, denn ich bin ein bisschen erkältet. Ein bisschen ist gut. Aber mir geht es soweit gut. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und ja, ich habe jetzt gerade geduscht. Werde euch jetzt noch gleich zeigen, was für Produkte ich dafür verwendet habe. Und dann zeige ich euch den Selbstbräuner und wie ich das Ganze auftrage. Ja, und alles Weitere erzähle ich euch dann nebenbei noch. So, also geduscht habe ich ja. Dafür habe ich erstmal ein Duschpeeling benutzt. Das ist dieses hier von Alverde. Das habe ich auch erst gerade ja, in meinem DM-Haul gezeigt. Und ich muss wirklich sagen, dass ich damit zufrieden bin. Es riecht gut und meine Haut ist wirklich glatt. Ja, damit habe ich komplett geduscht. Wenn ihr kein Peeling magt, also mögt, wenn ihr kein Peeling mögt, dann könnt ihr auch einfach ein normales Duschgel ja, benutzen. Und dann gibt es ja auch solche Peelings-Handschuhe, die gibt es auch bei DM zu kaufen. Die kann man dann auch benutzen und ja, dann ist genau das gleiche Effekt. So, dann kommen wir zu dem Selbstbräuner und geht es heute. Das ist das St. Moritz und davon gibt es zwei. Einmal in Dunkel, das habe ich jetzt hier, und es gibt es auch in Mittel. Ich mache das schon seit Jahren und habe das eigentlich immer online entweder auf eBay oder Amazon gekauft und ja, wusste gar nicht, dass es das auch bei der M gibt. Diesmal habe ich es bei der M gekauft. Und ja, auch in meinem letzten Haul zeige ich den, da sage ich auch den Preis, den weiß ich nämlich jetzt nicht mehr, aber da könnt ihr gerne reingucken. Dann gibt es dazu noch so einen Handschuh. Den habe ich auch damals online gekauft und der ist ja heute noch gut. Den gibt es aber auch bei DM, da lag der Preis bei 5 Euro. Genau, ich habe jetzt geduscht, es ist alles trocken und ich zeige das euch jetzt so an meinen Beinen, wie ich das so mache. Und ja, das machen wir jetzt erstmal. Also den Handschuh, den kann ich ganz normal so anziehen. Wenn ihr den nicht kaufen wollt oder meint, ihr braucht den nicht, ihr könnt das auch mit normalen Handschuhen machen. Ja, genau, weil ja nicht, dass dann die Hände irgendwie viel bräuner sind wie der ganze Restkörper. Ich hatte schon wirklich sehr viele Selbstbräunungen benutzt, auch solche Tücher und alles, und habe noch nie ein besseres gefunden wie das jetzt. Ja, alle anderen habe ich immer, ja, die hinterlassen entweder, die sind nicht gleichmäßig, also die Farbe ist nicht gleichmäßig, oder es hinterlässt so Streifen oder ist orange. Habe schon vieles erlebt, aber mit dem hier bin ich wirklich zufrieden. So, und das trage ich mir jetzt hier drauf. Ich schüttel das ein wenig. Mensch, ich bin total erkältet. Das ist so blöd. Aber die Nase ist nicht zu oder so. Naja. So. Dann trage ich mir das jetzt hier drauf. Na, ihr seht. Sieht aus wie, ne? Ihr wisst schon. So, und das trage ich mir jetzt einfach überall drauf. Natürlich so gleichmäßig, wie es nur geht. Da, wo ich halt viel drauf hatte, mache ich mir hier ja, auf mein Bein, also große Flächen. Und dann, wo eben die Reste, die mache ich, gehe ich dann halt nochmal über die Zehen, damit da eben nicht so viel dran kommt wie hier oben. Ja, man sieht ja, hier sind schon Flecken, aber es geht alles weg. Das ist, weil ich jetzt vor ein paar Tagen hier so eine Fußmaske gemacht habe. Und auch hier bin ich auch total gerötet. So, da achtet ihr jetzt einfach nicht drauf. So, dann machen wir das gleiche mit dem anderen Bein. Das sieht jetzt echt heftig aus, weil das so dunkel ist. Aber ihr werdet am Ende sehen, dass das echt ein schönes Ergebnis ist.
bin da wirklich sehr zufrieden mit. Das stinkt auch nicht oder so. Also ich finde es wirklich sehr gut. Und am Gesicht genau, da bin ich auch ein bisschen vorsichtiger immer. Da trage ich halt nicht so viel auf. Also immer nur so ein bisschen, immer wieder. So. Ja, ich habe das jetzt schon über ein Jahr nicht mehr gemacht. Auf die Sonnenbank war ich auch nicht. Wollte mir das dann halt irgendwann mal wieder bestellen und habe dann halt beim Einkaufen, also bei der Eltern gesehen, dass sie es da haben. Und dachte ich, boah, jetzt kommst du direkt mit. So. So, jetzt mache ich den ganzen Körper noch damit, also wirklich komplett. Wenn ihr da Hilfe braucht am Rücken, ich kann das alles alleine. Aber vielleicht gibt es ja, wer gibt es ja solche Menschen, die halt am Rücken nicht so gut drankommen. Da würde ich mir auf jeden Fall jemand dazu holen, damit das auch wirklich überall gleichmäßig ist. Und ja, ihr seht ja auch schon den Unterschied, ne? So, das mache ich jetzt mit dem ganzen Körper. Und ja, ich kann es auch gleich nochmal gerne an den Armen zeigen, den Unterschied. Und ja, das lasse ich jetzt über Nacht drin, ne? Also ich ziehe mir lockere Sachen an, das kann ich gleich auch nochmal zeigen. Genau, einfach nur lockere Sachen, das heißt eine Hose, Socken, nee, Socken eher nicht. Und einfach nur so ein lockeres T-Shirt, wo ich mir auch nichts drunter anziehe. Und ja, damit auch wirklich keine Flecken kommen. Und dann werde ich morgen früh das Ganze abwaschen, das dann einfach ganz normal, also nicht mit Peeling oder so, sonst wasche ich mir das ganze Zeug wieder runter. Nein, also ganz normal duschen. Ja, da geht auch vieles wieder ab, also so dunkel bleibt es natürlich nicht. Und ja, wenn es dann, genau, das ist dann halt das Endergebnis. Sollte das jemand zum hell zu dunkel sein oder zu hell, sagen wir mal zu hell, weil so dunkel wird es glaube ich nicht sein, dann kann man halt nochmal duschen. Wenn es so hell ist, dann sollte man das halt nochmal in 3 Tagen, 4 Tagen wiederholen. Also das kann man so oft eigentlich wiederholen, wie man möchte, weil ja, das ist ja nicht schädlich oder so. Und wie viel ist da eigentlich drin? 200 Milliliter. Ich komme damit jetzt sehr lange mit Zug, also klar, weil ich mache das jetzt nicht so oft. Wenn ich das einmal im Monat mache, dann ist das auch schon gut und mehr brauche ich ja auch nicht. Und im Sommer, ja. Genau, dann sehen wir uns gleich nochmal. So, jetzt mache ich mir noch die Arme. Jetzt wirklich ein breites T-Shirt einfach angezogen. Hier genauso, dass ich da, ich merke, dass ich jetzt kaum noch was drauf habe und das kenne ich halt so über die Finger wirklich ganz leicht. Und hier die Ecken, also die Seiten meine ich, da muss man wirklich gut und ja, so sieht das dann aus. Dass da so ein ganz leichter Übergang ist. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja. So, Unterschied kann man jetzt nicht so gut sehen, ne? Ja, ich glaube, das sieht man jetzt noch nicht so gut. Ich habe das Licht an, weil es sonst zu dunkel ist. Ich mache jetzt, glaube ich, nochmal eine zweite Runde. Das ist jetzt doch auch ein bisschen zu hell ist. Man natürlich so oft wiederholen, wie man es mag, aber so oft würde ich nicht. Dann lieber noch mal ja, in ein paar Tagen oder halt morgen, wie auch immer, das Ganze noch mal wiederholen. So, das mache ich jetzt mit der anderen Seite genauso. So, ich bin jetzt fast fertig. Es fehlt nur noch ja, das Gesicht. Das klebt ein bisschen. Aber es ist gleich nicht mehr so. Also gleich das wieder ganz normal. So genau, ne? Habe ich ja schon erwähnt. So ein lockeres, das von meinem Mann. Ja, genau. Damit schlafe ich dann. Ich habe jetzt auch nichts drunter oder so. Ja, genau. Jetzt machen wir es aufs Gesicht. Da trage ich wirklich nur so ein bisschen drauf. Und
kann ich mir gleich nochmal ein neues drauf machen. Ja, ich gucke mal dahin, weil ich da meinen Spiegel habe und ich kann das da irgendwie viel besser sehen. Das Licht ist irgendwie hier nicht so. Sieht irgendwie alles gleich aus. So, jetzt trage ich mir nochmal alle immer so stückchenweise. Für die, die das nicht so mögen, über Nacht, die können das natürlich einfach nur ja, ein paar Stündchen tagsüber drauf lassen, wenn sie denn zu Hause sind, bleiben. Und ja, kann man sich das halt dann runterwaschen. Ich mache das immer gerne also über Nacht. Das klingt immer ganz gut und ja. Na, wie ihr seht, gehe ich immer wieder drüber, damit das halt wirklich sehr gleichmäßig ist und auch hier, das ist so schön. Das ist richtig angenehm. So. Die Ohren natürlich nicht vergessen und auch den Hals. So, dann machen wir noch die Nails. So, auch den Nacken. So, ich würde sagen, was meint ihr, noch eine Schicht? Ich schau mal hier im Spiegel. Ich würde das jetzt so lassen, ich würde nicht nochmal, vielleicht hier am Hals noch ein bisschen, aber Gesicht. Ich hatte das ja jetzt schon ziemlich lange nicht mehr gemacht und deswegen lieber ein wenig, ein wenig nur drauf machen, jetzt wieder ja, zu viel. Aber da braucht ihr keine Angst, alles was zu viel ist, tut ihr halt dann morgen, also am nächsten Tag oder wie auch immer, runterwaschen und passt das schon. Alles hell. Morgen sieht man bestimmt mehr. Also bevor ich mich wasche, zeige ich mich nochmal und dann halt das Endergebnis. Jetzt sind wir mal über die Arme gegangen. Also diesen Handschuh, diesen Schwamm hier, den kann ich wirklich nur empfehlen. So, dann mache ich noch die andere Seite. Und dann war es das für heute. So. Gesicht sieht es jetzt so aus, ja, ne? Pickel, naja. So sieht das jetzt halt aus. So, jetzt aber gut. Genau so. Ich werde mir jetzt noch meine Haare föhnen und dann lege ich mich auch hin und ich melde mich morgen früh nochmal.
So, Mädels, wir haben jetzt nächster Tag. Ich war jetzt auch schon duschen. Eigentlich wollte ich schon vorher gefilmt haben, aber irgendwie habe ich das total vergessen. Und ja, keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall hab ich jetzt schon geduscht. Und ja, so ist das Endergebnis. Ich finde, so kann man sich ja sehen lassen. Es ist eine leicht bräune. Ich habe ja nicht viel auf dem Gesicht aufgetragen. Man muss bedenken, wenn man ja gerade Pickel hat, wie ich jetzt hier so eine unreine Haut hat, dass diese dann noch mehr auffallen, weil da sich halt auch dieses ganze Selbstbräuner eben ja sammelt und es mehr auffällt, ne, wie hier. Ja. Habe halt immer wieder mal ein, zwei Pickeln und ja, das stört mich jetzt auch nicht so. Ne? Man kann das ja auch ein bisschen mit einem Make-up-Stift bedecken. Aber ich mache das sehr gerne so und es gefällt mir sehr gut. Ich werde das auch demnächst jetzt wieder öfters machen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mich heute ein bisschen besser verstehen. Ich glaube eher nicht. Ich habe das Gefühl, es wird immer Tag zu Tag schlimmer. Aber das kenne ich so. Ach, hier ist so ein Haar, was mich die ganze Zeit stört. Ach ja, egal. So, ich hoffe, ja, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.